Und langsam sollten die ersten Berliner Schüler auch wieder zu Hause sein. Heute ja der erste Schultag nach den Winterferien. Auf der einen Seite ist es ja toll, endlich mal wieder die Freunde wiedersehen und ein bisschen quatschen. Was hat man alles in den Ferien erlebt? Aber auf der anderen Seite ist gerade jetzt, nachdem ja auch die Halbjahreszeugnisse gekommen sind, der Druck, gute Noten schreiben zu müssen, wieder ganz besonders groß. Was, wenn Ihr Kind dem nicht so richtig standhält? Ein Berliner Unternehmen verspricht, wir helfen. Und das stelle ich Ihnen jetzt vor. Pop zum Job. Die Radio Berlin Musik für die Arbeit. Berlin-Nachhilfe ist ein Berliner Unternehmen in der Swinemünder Straße 59 in Prenzlauer Berg. Die Adresse ist aber eigentlich gar nicht so wichtig. Der Nachhilfelehrer kommt nämlich direkt zu ihrem Kind nach Hause. Und dann steht neben Mathe, Englisch, Deutsch auch Motivation auf dem Programm. Markus Merz, der ist der Institutsleiter und jetzt bei mir in der Leitung. Hallo Markus. Hallo Jasmin. Wie waren Sie denn selbst in der Schule? Ich muss sagen, ich war ein relativ guter Schüler. Also ich habe so ein 1,4 Abischnitt gehabt. Und Schule hat mir auch immer großen Spaß gemacht. Das ist aber natürlich nicht bei allen Berliner Kindern der Fall. Ich habe gerade gelesen, jeder zweite Berliner Schüler nimmt in seiner Schullaufbahn mindestens einmal Nachhilfeunterricht. Ja. Die sind doch nicht alle dumm. Nein, auf gar keinen Fall. Also das liegt eher daran, dass es einen sehr großen Erwartungsdruck gibt, der auf den Schülern lastet. Andererseits ist eben auch das Schulsystem so organisiert, dass nicht jeder Schüler ja zur Geltung kommt. Das heißt, nicht auf jeden Schüler eingegangen werden kann. Ja, also die Lehrpläne sind relativ straff organisiert und die Klassenstärken sind relativ groß, ja mit bis zu 30 Schülern teilweise, sodass also wenn ein einzelner Schüler mal ein Verständnisproblem hat, der Lehrer nicht direkt jedem Einzelnen alles nochmal erklären kann. Jetzt kommt aber natürlich auch noch dazu, dass nicht jeder Berliner Schüler wie Sie Spaß am Lernen und am Unterricht hat. Motivation ist ja ein ganz großes Problem. Wahrscheinlich kennen das die meisten irgendwie aus der eigenen Schullaufbahn noch. Kein Bock auf stumpfes Lernen, das macht nicht so richtig Spaß. Wie kann man das denn ändern? Ja, man kann also einfach mit dem Schüler erstmal ein Vorgespräch führen, indem man einfach schaut, woran liegt es denn bei dir? Ist es Prüfungsangst? Ist es tatsächlich eine reine Motivationsgeschichte? Hast du Probleme zu lernen, ja, dein Lernen zu strukturieren oder hast du Probleme damit, deine Zeit einzuteilen? Dass man also schon mal klärt, woran liegt es genau und dass man sich dann um das individuelle Problem des Schülers kümmert. Natürlich darf man, muss ich ganz offen dazu sagen, auch das Fachliche nicht außer Acht lassen. Ja, gerade in Mathematik sind natürlich die fachlichen Grundlagen das A und O, die wir mit dem Schüler aufarbeiten. Aber wir schauen parallel dazu, an welchen kleinen Schräubchen wir noch drehen können. Motivation, Lernstrategien und so weiter. Berlin Nachhilfe, ein tolles Berliner Unternehmen. Alle Infos gibt's dazu natürlich bei uns auf der Seite auf radioberlin.de unter dem Button Pop zum Job. Und Pop zum Job ist jetzt auch genau das richtige Stichwort. Jetzt gibt's nämlich noch Ihre drei Lieblingssongs. Sie haben sich gewünscht, Leonard Cohen mit Susan, R.E.M., Losing My Religion und los geht's mit The Cure, Boys Don't Cry. Da wünsche ich Ihnen viel Spaß mit und natürlich auch viel Spaß weiterhin mit den Kindern. Ja, vielen Dank. Danke sehr. Radio Berlin 88.8. Alles, was Berlin bewegt.